Was machen Sachen? Ja, die liebe Lola begleitet mich heute auch. Mal gucken, wie lange. Mal sehen, wie sie lange sitzen bleibt. Ja, ich hatte eine Idee, über die ich mit euch sprechen wollte. Daher jetzt dieses Video, wie ihr anscheinend ja gerade seht. Momentan höre ich viel Bockeleut. Oder wieder viel. Und da ist mir aufgefallen, da gibt es auch doch einige Sachen, die haben sehr interessante Themen oder sehr viel, wo man hineininterpretieren könnte. Und genau das möchte ich machen. Ich werde mich jetzt mehr auf die etwas dunkleren Themen befassen, weil da gibt es halt echt, finde ich persönlich, die interessanteren Videos. Gibt sehr viel mehr rein zu interpretieren. Ja, und für alle, dieses Video wird dunklere Themen behandeln. Wir werden uns verschiedene Videos, auch später mehrere wahrscheinlich anschauen, die halt dunkle Themen behandeln. Ich werde halt immer noch mal ein bisschen was dazu sagen. So, kleiner Disclaimer, also ich werde nicht das komplette Video hier abspielen, also das komplette Musikstück abspielen. Ich werde immer nur Einzelteile nutzen, weil ich finde es halt einfach blöd. Das Video an sich existiert ja schon. Ich will jetzt auch keine Reaktion drauf machen, sondern ja, ich spiele das ganze Video nicht ab, Punkt. Ich nutze Schnipsel draus. Wenn ihr das ganze Video angucken wollt, was ich euch empfehle, unten in der Beschreibung sehen die Links. Einmal das Original und ich habe eine Version mit einem englischen Untertitel drin. Ich habe keinen guten Deutschen gefunden. Die Deutschen haben doch sehr viel kreative Freiheiten genommen. Das ist halt nicht wirklich sinngemäß übersetzt. Ich selbst verstehe kein Japanisch, aber ich habe mich mit Freunden unterhalten, die tatsächlich Japanisch können. Und die haben auch gesagt, der Englische kommt halt dem, was da gesagt wird, am ehesten. Es ist am ehesten nutzbar. Daher englische Version. Ich nutze auch die englische Version. Also wir werden jetzt über die da unten verlinkte mit Untertitel sprechen. Wie gesagt, weil es halt näher daran ist, was halt tatsächlich gesagt wird in dem Video. Weil das macht ja keinen Sinn, wenn wir uns dann halt was ja, anschauen, was halt den Sinn des Liedes halt nicht übermittelt. Auch empfehle ich, guckt euch das Video zweimal an. Einmal einfach nur so, ohne Untertitel, einfach nur um das Feeling für zu kriegen. Weil es geht sehr viel um Gefühl. Es ist auch sehr schön anzusehen. Also das Video an sich, ihr werdet es ja hoffentlich geguckt haben oder gleich gucken. Die Visuals sind halt sehr impressive, auch, ja, auch also auch der Song dazu, das passt alles wunderbar zusammen. Man muss nichts verstehen, um schon richtig ein Gefühl zu kriegen, dass es ein trauriger Song ist, dass es irgendwas ganz Schlimmes passiert ist. Und beim zweiten Mal könnt ihr euch die mit Untertitel angucken, um halt nochmal zu verstehen, was eigentlich passiert. Aber ich finde, es ist halt gerade bei sowas wichtig, dass man einfach das Gefühl für den Song so mitkriegt, halt ohne dass man abgelenkt ist durchs Lesen. Sondern wirklich einfach nur alles aufnimmt, alle Visuals und alles, wie der Song halt übermittelt wird, weil das macht halt schon sehr viel aus, finde ich persönlich. Ihr könnt auch natürlich erst direkt die Subtitles angucken und sagt, wie soll ich euch aufhalten? Aber wie gesagt, meine Empfehlung, guckt erst ohne Untertitel oder mit Untertitel. Und ja, wenn ihr das euch angesehen habt, sehen wir uns gleich wieder. Wenn ihr die Songs schon kennt, ja, dann fangen wir mal an. So, wollen wir anfangen? Was passiert jetzt in dem Video? Also generell geht es jetzt hier um meine Interpretation, so wie ich das sehe. Es gibt jede Menge andere. Es ist sehr viel Interpretationsfreiraum. Also jeder kann halt das anders interpretieren. Es gibt kein richtig, kein falsch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Und ja, fangen wir einfach mit dem Anfang an. Wir haben zwei Charaktere. Einmal die liebe Miku, die das alles singt. Und ihren, ich nehme an, es wird ihr Freund sein. Hoffe ich mal. Gibt auch das Gerücht, also die Vermutung, es könnte die Depression sein, sehe ich nicht ganz so. Kommen wir gleich zu. Sind wir dann gegen Ende dabei, warum ich denke, das ist nicht ihre Depression. Klar, für viele ist, sie leidet unter Depressionen in diesem Video. Also dieses Video geht tatsächlich der Meinung sehr vieler über Depressionen. Da sehe ich tatsächlich genauso. Ja, und fängt erstmal damit an. Auch, ja, wie es ihr geht. Dass sie halt momentan nicht gerade in ihrer besten Stimmung ist, in ihrer besten Lage ist und dass sie anscheinend sehr viele Probleme hat oder mit sehr vielen Sachen gerade am Kämpfen ist.
Ja, am Anfang scheint sie auch noch alles im Umfeld leugnen zu möchten. Sie sagt, kein Problem, obwohl sie sich bereits in diesem Zeitpunkt schon als Fehler darstellt, als Fehler selber sieht und sich anscheinend auch mit anderen vergleicht, die ihrer Meinung nach halt keine Fehler sind. Sie sind halt anders als sie und sie ist der Fehler. Ergo nehme ich an, die anderen sind halt aus ihrer Sicht perfekt oder es funktioniert für sie. Sie sind keine Fehler, nur sie ist der Fehler. Und dann kommt halt der Refrain, dieses One More Wow, dieses eine Rolle noch. Macht ja an für sich erstmal keinen Sinn. Sie schlägt zwar Purzelbäume, aber ich glaube nicht, dass da jemand darauf hinaus will, dass sie ständig Purzelbäume schlägt. Sondern ich interpretiere es als einen Versuch noch. Ich muss an D&D denken. Ein Würfel. Ich habe eine Aktion. Ich muss würfeln, daran muss ich jetzt gezwangsweise denken. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich D&D spiele. Aber daran muss ich jetzt denken. Und dieses One More Wow ist halt wirklich, wo ich denke, es ist ein Versuch. Sie möchte irgendwas schaffen. Miku ist dazu, ich glaube, 16 oder so? Sie ist wahrscheinlich in der Schule, dass sie halt, was weiß ich, auf einen Abschluss hinarbeitet und halt irgendeine bestimmte Uni möchte und halt einfach unbedingt alles tun möchte, dass sie da hinkommt und immer wieder was versucht und sich wahrscheinlich einfach mehr aufbürgt, wie sie eigentlich tragen kann und darunter zerbricht. So, und dann, kommen jetzt ungefähr ab der Mitte kommt auch ihr Boyfriend dazu. Er scheint mitzukriegen, dass es ihr nicht gut geht. Und fragt sie auch, ist es jetzt genug? Also, is it enough yet? Und darauf sie antwortet halt, nein, sie hat es noch nicht geschafft. Es ist noch nicht vorbei. Aber sie möchte auch nicht hören, dass es ihr nicht gut geht. Sie möchte es halt selbst für sich wahrscheinlich einfach ignorieren. Was halt, ja, viele machen. Mir ging es genauso. Es ist sehr schwer, das selbst zu akzeptieren, dass es einem nicht gut geht. Und dann dieses Take your breath und sich halt ihm an den Hals geht und sagt, sei jetzt still, ich möchte das nicht hören, das stimmt gar nicht. Ich möchte damit nichts zu tun haben, sei still, ist alles okay. Also dieses Leugnen ist halt, sie ist noch in dieser Phase, wo sie halt selbst leugnet. Nein, mir geht es gut, ist alles okay, kein Problem, nichts zu sehen, lass mich in Ruhe, ich mache weiter einfach. Ich habe das noch nicht erreicht, was ich möchte. Ich möchte irgendwas schaffen, ich schaffe es aber nicht und mache einfach weiter. Und ich möchte nicht mitkriegen, dass es mir nicht gut geht. Ich möchte das selbst einfach wegschieben und ignorieren. Das passt schon, es geht alles. Und man richtet sich dann halt selbst zugrunde. Ja, und sie macht auch einfach weiter. Sie macht immer weiter, weiter. Für jeden Versuch, den sie erbringt, kriegt sie immer einen Rückschlag. Umso mehr sie es probiert, umso schlechter geht es ihr, umso mehr Schaden bekommt sie, bis sie auch irgendwann nicht mehr sagen kann. Es gibt kein Problem, wenn man es hier an dem Punkt erreicht, wo sie selbst diese Worte nicht mehr aus sich rausbringt. Es gibt kein Problem, wo sie einfach ja, vor eine Wand gefahren ist, wo es einfach nicht mehr weitergeht. So, am Ende haben wir nochmal eine schöne Darstellung von diesem Teufelskreis, den sie hat. Sie rennt einfach weiter, weiter, weiter. Sie kann halt von alleine nicht aufhören. Sie braucht Hilfe von außen. Das ändert sich erst dann, als ihr Freund sie halt nimmt und festhält und catcht. Selbst dann versucht sie noch zu verhandeln. Komm, einmal noch. Ich bin doch noch gar nicht an meinem Ziel. Ich möchte noch einmal probieren. Aber er kann sie diesmal auffallen, dass es halt eben nicht weitergeht, dass sie aus diesem Teufelskreis rauskommt. Er nimmt sie zu sich, umarmt sie und es wird einfach bunt. Sie kommt halt aus diesem Teufelskreis wieder raus, der sie halt die ganze Zeit begleitet hat. Deswegen halt auch dieses Schwarz-Weiß. Das Schwarz-Weiß stand halt in meiner Sicht halt dafür, dass sie halt dieser Spirale gefangen ist und einfach nicht mehr weiter weiß. Sie versucht was und es funktioniert nicht. Sie versucht nochmal, es funktioniert immer noch nicht. Und endlich kommt halt ihr Freund und kann sie da rausziehen und es wird wieder bunt. Und ja, es gibt ein Happy End, dass sie halt einfach ja, aus dieser Spirale raus ist, eventuell dann auch aus der Depression rauskommt. Und am Ende sehen wir auch nochmal dieses schöne Thanks. Und wir hoffen, dass sie jetzt wieder besser geht. Ja, das war jetzt meine Interpretation zu dem Song.
Sie ist halt in der Depression, in der Teufelsspirale und ihr Freund zieht sie da raus und es ist halt ein Happy End, es wird wieder schön, ihr geht's wieder besser. Und ja, ich würde gerne mal eure Meinung hören. Wie findet ihr oder was haltet ihr von dem Song? Könnt ihr da was anderes interpretieren? Ich weiß, es gibt noch die ja, Interpretation dafür, dass halt der ich als Boyfriend gedeutet habe, die Depression darstellen möchte. Das sehe ich jetzt halt nicht so. Oder ich möchte das nicht so sehen. Ich bin dann lieber doch tatsächlich ein Happy End, gerade weil es halt am Ende bunt wird. Ja, ich möchte nicht, dass sie sich halt das Leben nimmt und das wird bunt, sondern ja, sie soll gerettet werden. Ich möchte das halt einfach so. Deswegen ist das so. Sagt, ihr dürft eure Meinung gerne auch unten in die Kommentare schreiben. Bin immer gespannt, ob einer das Video findet, ob da einer eine Meinung zu hat und sich mit mir mitteilen möchte. Und ja, dann danke für diese Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich werde vielleicht ein paar Videos noch mehr machen, weil ich gesagt habe, ich finde gerade diese Songs halt sehr interessant und möchte drüber reden. Und ja, ich habe einen Kanal und tue das halt jetzt einfach. Ihr müsst damit leben oder die Videos nicht ansehen. Okay. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.